Moin, wir machen heute ein sommerliches Pasta Sotto. Super lecker und schnell gemacht. Los geht's. Wir bringen die Butter erstmal zum Schmelzen, lassen sie allerdings nicht allzu heiß werden. In der Zeit zupfen wir schon mal unseren Basilikum zurecht und geben ihn in ein hohes Gefäß. Die Butter kommt zum Basilikum und beides wird miteinander püriert. Weiter geht's mit den Schalotten und dem Knoblauch. Beides wird geschält und fein gewürfelt. Außerdem bereiten wir noch ein paar Kirschtomaten für den Ofen vor. Wir schneiden sie in kleine Portionen, geben etwas Thymian dazu und beträufeln sie mit Olivenöl. Nur noch etwas grobes Meersalz, Pfeffer, etwas Essig und ganz wenig Zucker draufgeben. Kommen wir schon zum Pasta Sotto. Wir schwitzen unsere Schalotten und den Knoblauch in etwas Olivenöl farblos an. Für unser Pasta Sotto haben wir uns für die griechischen Reiskornnudeln entschieden, also eine Nudel in Reisform. Die Nudeln kommen jetzt in den Topf, werden auch kurz angeschwitzt und wir verfahren wie bei einem Risotto. Wir löschen also zuerst mit einem Schuss Weißwein ab und geben dann nach und nach immer wieder etwas von unserer selbstgemachten Hühnerbrühe drauf. Man kann aber natürlich auch Gemüsebrühe verwenden. Das Ganze geschieht natürlich unter ständigem Rühren, damit auch ja nichts anbackt. 10 Minuten nachdem wir unser Pasta Sotto angesetzt haben, kommen auch die Tomaten bei 250 Grad Celsius für etwa 8 Minuten in den vorgeheizten Ofen. Die Nudeln solltest du immer mal wieder probieren, so kannst du dann die perfekte Garzeit für dich ermitteln. Unsere Nudeln sind jetzt nach circa 18 Minuten perfekt für unseren Geschmack. Und was darf im Pasta Sotto nicht fehlen? Natürlich ordentlich Parmesan. Das macht das Ganze schön schlonzig. Unsere Tomaten kommen jetzt auch schon aus dem Ofen und dann rühren wir nur noch unsere Basilikumbutter unter. Als kleines Extra haben wir noch eine cremige Burrata aufgeschnitten und geben ein paar geröstete Pinienkerne drauf. Und dann kann auch schon losgeschlemmt werden. Bis zum nächsten Video, Chris und Marie.